Hi, hier ist Christoph von Bycomponents. Wir sind heute in Dresden und besuchen die Firma Beast Components. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was heißt Carbon Made in Germany und was steckt dahinter. Kommt mit! Hey Christoph, hi, servus! Willkommen bei Beast Components in unserer Manufaktur. Heute geben wir euch mal einen Blick hinter die Kulissen, wie so alles funktioniert bei uns. So, dann komm rein. Hier fängt alles an. Also auf dem Whiteboard fängt alles an. Auf dem Whiteboard fängt alles an. Oder auf dem weißen Blatt Papier. Ja. Dann gibt es ein Kickoff-Meeting, wo wir die ganzen Randbedingungen festlegen. Design, Lasten, Kräfte, Momente und so weiter, Funktionsmaße. Wenn wir das haben, geht es dann schon in die Konzeptphase und dann in die Konstruktion. Wenn die abgeschlossen ist, geht es dann in die erste Simulationsphase. Also hier arbeitet Johannes zum Beispiel gerade an unserem Aero-Rennrad, DI2-Lenker, wo der Launch Ende des Jahres geplant ist. Streng geheim. Streng geheim. Ja. Also keine Aufnahmen hier, ne? Wenn ihr anfängt, ein Design zu machen, ist bei euch so, dass ihr schon vornherein wisst, es soll so und so aussehen? Oder ist etwas, was sich quasi ergibt aus dem, was ihr simuliert, aus dem Kraftverlauf, das quasi irgendwo topologieoptimiert ist in dem Sinne? Bis auf den Vorbau sind eigentlich alle Bauteile bei uns Kraftfluss optimiert. Bevor wir das erste Bauteil fertigen, bevor wir den ersten Prototypen fertigen, haben wir schon eine komplette virtuelle Auslegung gemacht. Also bevor es erstmal ihr wirklich das Produkt wirklich testet, seid ihr von eurer Seite eigentlich schon sicher, okay, er wird halten. Ja. Wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. So Christoph, hier ist, sitzt Thomas, unser Simulant. Was der so macht, kannst du dir hier mal anschauen. Wir haben dir hier mal was vorbereitet. Ja. Für unsere Mountainbike-Felge, die Crash-Simulation, ja, wo wir quasi den Prüfstandstest, den wir draußen haben, quasi simulieren wir diesen Test schon im Computer. Ihr simuliert aber auch dann wirklich alle Layups quasi vollkommen durch und variiert auch die Layups, um zu schauen, okay, was funktioniert am besten und was oder was besser Ergebnis erzielen. Ne? Ja, so eine Crash-Simulation musst du die ganze Peripherie mitnehmen. Das Laufrad ist eingespeicht, mit Innendruck belastet. Die Summe der Bauteile, die quasi einen Einfluss auf das Produkt hat. Wie schafft ihr dann auch durch die Simulation eigentlich, das mit, also für den Lastfall leichteste Produkt quasi zu generieren? Ja, wir können uns an die Randbedingungen, die wir uns setzen, ist ja quasi unser physikalisches Limit dann. Ja. Und da können wir uns ganz gut ranbewegen. Und das kannst du entweder bei Trial and Error machen, indem du entweder es gleich beim ersten Mal durch Zufall schaffst oder 100 Versuche brauchst. Oder du kannst es virtuell machen, indem du entsprechende Experten brauchst, die das können. Und das ist dann das Layup, was rauskommt. Das geht dann wieder rüber in den Zuschnitt, dann wird das Layup zugeschnitten, wird gefertigt und dann quasi verifiziert. Und dann getestet. Können wir da mal hin gehen? Klar. Okay. Das Boden habt ihr simuliert, jetzt haben wir es ja in der Realität. Den Prüfstand habt ihr selber gebaut? Ja, um auch sämtliche Bauteile dann zu prüfen, wie Mountainbike-Lenker, Vorbau, Rennradlenker, Sattelstütze, können wir alles hier machen. Und die müssen quasi unsere internen Tests bestehen, nehmen uns da in der Regel die härtesten Industrietests, die es gibt, wie Multiload, den Bike-Test zum Beispiel. Und wie das denn aussieht, kann ich dir mal zeigen. Also würdest du sagen, ein Carbonlenker ist definitiv sicherer als ein Alulenker? Wenn er gut gemacht ist, ja. Also eurer ist sicherer? Unserer ist einer von den sicheren. Ja. So Christoph, das ist unser Zuschnittraum. Hier werden quasi, wenn wir das Layup haben, alle Lagen computergesteuert ausgeschnitten und zu Kits zusammengepackt und für den nächsten Step das Laminieren vorbereitet. Also jede Lage bekommt eine Bezeichnung, sodass dann der Laminierer dann wie quasi malen nach Zahlen sich die erste Lage rausnimmt, zweite, dritte, vierte und dann das Bauteil laminiert. Und wie das funktioniert, schauen wir einfach mal rüber. So Christoph, hier passiert das Laminieren. Marco zum Beispiel macht bei uns die Mountainbike-Lenker. Ja. Hier siehst du, entsprechend sind schon wieder die Zahlen drauf und Zuschnitten. Quasi Marco ist jetzt bei der zweiten Lage, liegt auch hier. Das andere ist schon abgehakt, laminiert entsprechend die ganzen Zahlen durch. Und wenn es dann alles komplett laminiert ist, wird das dann noch eingepackt für den Autoklaven. Aber bevor wir jetzt an den Autoklaven gehen, zeige ich dir mal noch ein bisschen was vom Material. Also Arbeitsschutz muss sein, dann würde ich jetzt mal
ist quasi das sogenannte unidirektionale Prepreg UD. Mhm. Sensibel, sensitiv, das ist, das siehst du selber. Zieh mal einfach mal in die Richtung. Mhm. Das ist quasi in Faserrichtung. Ja. Kannst du nicht auseinanderziehen. Aber wenn du es quer dazu ziehst. Abziehen? Ja. Boah, ne? Ziemlich leicht, geht das kaputt. Na, ich bin jetzt ziemlich stark. Selbst wenn du das zusammenklebst, also du musst da extrem vorsichtig sein in der Fertigung, damit du wirklich auch keine Fehler machst. Und wenn du das einmal zusammenklebst, dann kriegst du das nicht mehr ab. Ja, und deshalb müssen die Jungs hier ziemlich genau fertigen, viel aufpassen, damit das entsprechend nicht passiert, damit die Teile auch super werden. So, dann lass uns mal rüber zum Autoklaven gehen. So. Hier sind wir jetzt am Autoklaven. Ich habe hier mal ein Werkzeug vorbereitet. Mhm. Da müssen wir jetzt noch die Vakuumanschlüsse reinmachen. Probieren wir es mal. Ja, und dann wird es reingeschoben. Ja. Der Deckel zugemacht. Wenn es fertig ist, holen wir es wieder raus. Machen wir es quasi ab. Ja, nehmen es mit raus. Was passiert jetzt eigentlich nach dem Autoklaven? Ja, nach dem Autoklaven werden die Teile entformt, kommen quasi zum ersten QM-Step, wo Fehler markiert werden und zum Beispiel die Lenker werden nochmal mit einem Endoskop untersucht, wo jeder einzelne Lenker auf innere Fehler hin untersucht wird. Und wenn Fehler da sind, fliegen die sofort raus, sodass fehlerbehaftete Teile gar nicht weiter in den Umlauf kommen oder nachbearbeitet werden. So, hier ist quasi unser Trimming-Finishing-Prozess. Genau, hier siehst du schon mal, die ganzen Fehler sind schon in der QM, in dem vorhergehenden QM-Step angezeichnet worden. Was wir als Fehler sehen, siehst du vielleicht noch nicht mal als Fehler, aber unser Kunde haben wir definiert als ziemlich anspruchsvollen Kunden, der ein perfektes Bauteil haben will. Um das hier zu vereinfachen, die Fehler zu beseitigen, werden die entsprechend schon vorher markiert und werden ausgebessert. Und das sind ja reine optische Makel, die wir relativ einfach ausbessern können. Den meisten würde das nicht auffallen, aber du hast immer noch diese 5%, die darauf Wert legen, und deshalb müssen wir alle unsere Bauteile mit der gleichen Qualität bearbeiten und ausliefern. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, dadurch, dass ihr eure Carbonfaser offenlegt, ist auch ein ganz anderer Qualitätsanspruch, den ihr habt in dem Moment. Ja, so eine Art, you get what you see. Ja. Deshalb kannst du ja auch nichts verdecken. Ja. Kleine Fehler sind so. Das will ich halt wirklich nicht sehen. Also ich hätte es nicht gesehen. Das ist, du brauchst halt ein geschultes Auge dafür, definitiv. Aber das sind so Sachen. Linda, ne? Schuldes Auge. Ja, hier werden unsere ganzen Teile noch gebrandet. Tampondruck, wenn die dann fertig sind, werden die noch verpackt. Ja. In unsere coolen Verpackungen. Weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee, hab ich nicht gesehen. Ich pack da mal aus, ja? Ja. Ist quasi von. Das ist für Linda eingepackt. Ja. Geil. Ja, Mirko, danke für die Führung. War spannend zu sehen, was ihr alles im Haus habt. Gerne. Und was ihr alles selber macht. Und ja. Ja, dann viel Spaß noch und gerne wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Essen. War schön. Tschüss. So, und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr es hier liken oder hier abonnieren.